30, dann sind sie. Zwei Städte, zwei Museen, über 400 Werke, eine Ausstellung. Ruhestörung ist eine großartige Schau über die Collage als Collage. Vielstimmigkeit und Kakophonie. Hier kommen die Collagen selbst zur Sprache. Es ist nicht nur die Bilderflut, es sind Stimmen, die zusammenkommen. Objekte, die Collagen scheppern, rumoren und machen Krach. Erneuerung und Recycling. Collagekünstler graben in den Trümmern unserer Alltagskultur nach den verborgenen Schätzen für ein Weiterleben. Aus dem scheinbar Wertlosen entwerfen sie Welten von ungeahnter Schönheit. Im Themenkomplex von Unruhe und Aufbrüche wird immer wieder das künstlerische Credo für eine Kritik an den gesellschaftspolitischen Verhältnissen deutlich. Und diese Ausstellung hat sehr viele Punkte, an denen das deutlich wird. Widerstand und Zerstörung. Werner Graf von der Schulen. Erwin Planck. Die Collage dient dem Künstler bis heute als schlagkräftige Waffe gegen Zerstörung, gegen Krieg, aber auch gegen Propaganda und Konsumterror. Raumaneignung und Weltenbau. Collagekünstler sind die Konstrukteure und Baumeister neuer Welten. Durch Schnitte schaffen sie neue Freiräume, die ungeahnte Blicke eröffnen und Realitäten zeigen, die wir vorher nicht gesehen haben, die verborgen waren. Collagen erlauben Fluchten und Träume, das Hinauslaufen des Künstlers, weg in eine Fantasiewelt, die süßlich sein kann, aber auch gibt, bittersüß wird, spannungsvoll und fremd. Die